In diesem Video geht es um eure Ohren und ich werde euch zeigen, wie ihr mit Hilfe von euren Ohren und euren Fingern euer Wohlbefinden verbessern könnt, euer Energieniveau steigern könnt, ihr besser schlafen könnt, Kopfschmerzen reduzieren könnt, Tinnitus und vieles, vieles weitere. Wenn ihr einmal hier in die Grafik hineinschaut, dann werdet ihr feststellen, dass eure Ohren aussehen wie ein Embryo, bloß dass der Kopf nach unten zeigt, die Füße nach oben und außen ist eure Wirbelsäule. Und in der Ohrakupressur ist es so, dass jeder Abschnitt von eurem Ohr ein bestimmtes Körperteil zugeordnet werden kann. Und das bedeutet beispielsweise, wenn ihr Schmerzen an eurem Kopf habt, Kopfschmerzen habt oder Migräne, dass ihr das mit Hilfe eurem Ohr reduzieren könnt. Ihr könnt auch damit gute Gefühle freilassen. Endorphine, Dopamin und Serotonin, indem ihr bestimmte Stellen drückt. Und letztendlich ist euer Körper wie eine eigene Pharmazie. Und wenn ihr wisst, wie ihr damit umgehen könnt, dann könnt ihr damit wirklich absolute Wunder bewirken. Und der Körper ist ja auch ein absolutes Wunder. Deswegen möchte ich direkt gleich loslegen mit dem ersten Punkt. Legen wir dann direkt los mit dem ersten Punkt. Und zwar nehmt ihr am besten eure beiden Daumen und ihr packt die direkt hinter dem sogenannten Prozessus mastoideus. Und wenn ihr hier so hinterm Ohr geht, dann werdet ihr feststellen, dass hier ein knöcherner Punkt ist und daneben oder hinter fallt ihr in eine Grube hinein. Und genau da sollt ihr drücken. Ich nehme einmal kurz meine Finger weg, dass ihr es nochmal einmal seht. Und genau hier sollt ihr es drücken, direkt neben den Knochenpunkt. Und dieser Punkt wird dafür sorgen, dass euer Parasympathikus, der Teil vom Nervensystem, der für Entspannung sorgt, der wird deutlich gesteigert. Das heißt, das könnt ihr vor allem vor dem Schlafengehen beispielsweise verwenden oder vor einer Prüfungssituation, wenn ihr euch sehr gestresst fühlt oder ihr gerade Ängste habt, dann ist dieser Punkt wirklich ausgezeichnet, weil der für Entspannung sorgt und eure Ängste löst. Gleichzeitig wird der Sympathikus gesenkt, das heißt, der Teil, der für Stress sorgt und Unruhe, der wird gesenkt, das heißt, dadurch werdet ihr euch deutlich entspannter fühlen. Und legen wir dann gleich direkt weiter zum zweiten Punkt. Und zwar beim zweiten Punkt geht ihr hier einmal direkt an eure Ohrläppchen und da macht ihr einfach eure Finger direkt an eure Ohrläppchen und bewegt die in diesem Bereich. Und das ist extrem gut, wenn ihr gerade unter Tinnitus leidet und ihr ein Piepen im Ohr habt. Das könnt ihr ruhig so 1 bis 2 Minuten durchführen. Weiter könnt ihr hier oben an euren Ohren erstmal fassen, das heißt hier in diesem Bereich. Und da macht ihr auch eine kreisende Bewegung. Und Ziel des Ganzen ist, dass da auch die Durchblutung gesteigert wird. Und das ist besonders gut, wenn ihr unter Migräne leidet und Kopfschmerzen. Und auch das macht ihr circa 1 bis 2 Minuten. Und ihr werdet merken, wie die Ohren nach und nach mehr durchblutet werden. Bei der nächsten Technik nehmt ihr eure Finger hier mehr in der Mitte und am äußeren Rand und ihr zieht es weit nach hinten und gleichzeitig nach außen. Und das wird dafür sorgen, dass eure Atmung sich deutlich verbessert. Euer Ohrkanal wird deutlich freier. Das heißt, wenn ihr gerade merkt, dass eure Ohren zusehen, beispielsweise im Flugzeug, dann ist das extrem hilfreich zum Höhenausgleich. Und ihr könnt dabei auch tief ein- und ausatmen und ihr werdet merken, wie eure Ein- und Ausatmung deutlich freier und effizienter wird. Und das macht ihr auch wieder so circa 30 bis 60 Sekunden. Bei der nächsten Technik nehmt ihr eure Finger und ihr bewegt die hier in diesem Bereich und damit und drückt letztendlich auch in euren inneren Ohr und damit bewegt ihr an zahlreichen Akupressurpunkten. Und dabei werden vor allem sehr viele Hormone ausgeschüttet, wie Serotonin, Endorphine, Dopamine. Und dadurch werdet ihr euch allgemein wohler und besser fühlen. Und das könnt ihr auch ruhig 60 Sekunden bis 2 Minuten machen. Und ihr werdet danach schon direkt einen Unterschied spüren in eurer Stimmung und wie es euch geht. Bei der letzten Technik, da nehmt ihr eure Daumen und die kann ich euch nur empfehlen,
wenn ihr gerade am Morgen aufsteht oder zum Sport geht und ihr unbedingt Energie braucht, und zwar nehmt ihr dafür eure Daumen und ihr bewegt eure Daumen in eure Ohren hinein und bewegt die ganz schnell wieder raus. Und dabei bewirkt vor allem, dass sehr viel Adrenalin ausgeschüttet wird und ihr seid dadurch sehr vom Energieniveau sehr hoch, euer Sympathikus wird aktiviert und dementsprechend kann ich euch das nur empfehlen, dass ihr die Technik durchführt, wenn ihr gerade Energie braucht und nicht vom Schlafen geht. Das heißt hier die Finger oder Daumen in die Ohren und dann ganz schnell wieder raus. Und das macht ihr ca. 5 bis 10 Mal und ihr werdet schon direkt einen großen Unterschied spüren. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr bis zum Schluss dran geblieben seid, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wie es euch nach den Techniken geht. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.